Im Gartenträumepark Herrenbreite, inmitten von Aschersleben, der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts, drehte sich vom 22. bis zum 25. August 2024 wieder alles um die Pferde. Das nun schon 12. Askania Pferdefestival, welches vom Reit- und Fahrverein Einetal Westdorf Aschersleben e.V. organisiert wurde, lockte zahlreiche Gäste dorthin. Wie in den vergangenen Jahren gab es beim Festival ein kulturelles Programm, wie zum Beispiel Blasmusik und Bands. Kulinarisch waren die Besucher auch bestens versorgt, Karussell für die Jüngsten, diverse Stände, wo man unter anderem Zubehör für die schönen Tiere erstehen konnte, rundeten das Angebot ab. Die einzelnen Tage standen unter einem bestimmten Motto bzw. dem Sponsor. So war in 2024 der Donnerstag der Tag der Stadt Aschersleben, der Freitag der Tag der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH, der Sonnabend der Tag der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der Sonntag der Tag der Salzlandsparkasse. An 4 Tagen wurde hochkarätiger Pferdesport mit 33 Prüfungen von Klasse E wie Einsteiger bis zur schweren Klasse geboten. Darunter waren 5 Springprüfungen der schweren Klasse im Springen und 2 Dressurprüfungen der schweren Klasse. Für die Fahrer gab es Hindernisfahrten in Klasse A, 4 Spannerponys und für die Großpferde in der Klasse M. Der Reiternachwuchs konnte sich in der Supersonntag Fürzügelklasse messen. Das Flutlichtspringen für Vereinsmannschaften mit Kostümen am Abend von 23. August bot ein besonderes Erlebnis für die sportlichen Ergebnisse wie auch für das Auge,